Das Flüchtlingsboot hat wieder angelegt im Friedrich-Spee-Kolleg in Neuss. Auf dem Weg in ihre Klassen begegnen die Schüler jeden Morgen dem Boot. Für knapp 2 Wochen ist das Flüchtlingsboot im Foyer Thema im Schulunterricht und in der Projektarbeit. Man hat uns ja gesagt, 100 passen da drauf, also 100 Flüchtlinge haben es geschafft. Ist ja kein Wunder, dass es hier nur 50 schaffen, weil wir sind nicht in der Notsituation, ne? Ich habe einen Sitzplatz erwischt, aber trotzdem eng. Kein schönes Gefühl. Ein Stockwerk tiefer, Probe auf improvisierter Bühne. Schauspieler Bashar al-Murabea ist syrischer Bootsflüchtling und seit dieser Woche besucht auch er das Kolleg. Das Theaterstück Immigranten ist über 40 Jahre alt, doch für Bashar passt es gut in seine Wirklichkeit. Wenn ich das Stück spiele, ich fühle mich genau, das ist, ich bin dran, weil ich habe diese gleiche Situation in einem Flüchtlingsheim. Ich hatte mit 4 Leuten in einem Raum zusammen, das war ein bisschen schwierig, weil jeder hat einen anderen Gedanken oder so. Es ist ein bisschen anstrengend. Eigentlich sollte das Schauspiel hier am Boot stattfinden, doch es kam anders. Wenn wir hier bei uns Theater machen, dann findet das Theater hier in diesem Raum statt. Und er hat gesagt, geht gar nicht. Also die Atmosphäre dieses Raumes taugt überhaupt nicht für dieses Stück. Dann habe ich lange nachgedacht, wie man das regeln kann und bin dann auf die Idee gekommen, dass wir diese alte Gymnastikhalle haben, die eigentlich für nichts mehr genutzt wird, die ein Möbellager ist, die auch ziemlich hässlich aussieht. Habe ihm die gezeigt und er war sofort begeistert. Der Schauspieler gehört zum Theater Duisburg. Nach Neuss ist er gekommen, um sein Abitur nachzuholen. Das Gastspiel hat er mit Hilfe von Schulleiter Norbert Kessler gleich mitgebracht, denn es passt gut zum Flüchtlingsboot.